Hallo YouTube! Hallo Let's Play, noch mit zwei Jahren hier, mit dem Autologo, ich korrigiere es noch, das Problem hast du auch, bitte. Es geht hier um einen Test mit einem Stativ, das ich heute neu gekauft habe für mein iPhone. Die Perspektive, wer denkt, wenn ich euch etwas erzählt habe, chillig oder so, weiter geht es mit einer Perspektive, die auf den Tisch oben gerichtet ist, wo ihr euch Zeug zeigen kann, Geräte und so Sachen. Ich zeige euch ein Beispiel. Das kommt dann als nächstes. Bis nachher. Ich bin zurück zu der Unboxing-Perspektive. Das ist mein bisheriges iPhone. Und dann auch zeigen künftig. Die Kamera entsprechend Seiten. Seht ihr, Röpfel hier, die iPhone-Schrift. Rückseiten, dann kann ich herzoomen, die oder hergehen, wieder zur Kamera, muss ich ein bisschen probieren, halt, wisst ihr. Und dann kann ich es entsprechend auftun. Und es kommt vorher, hat es gedacht, oh, wow, das hätte ich nicht sollen zeigen, oder dürfen, besser gesagt. Eine magische Ruhe kommt vorher, schaut. Ich weiss nicht für was, keine Ahnung, darf es nicht sagen. Sofort verräumen, Es kommt noch Kontrolle, wisst ihr. Sofort zutun entsprechend. Und so kann er künftig auch Geräte zeigen. Oh, da bin ich wieder. Ich lüfte das Geheimnis, mit was ich gefilmt habe. Nämlich mit diesem Stativ hier. Von Hama, vom Mediamarkt, den ich gekauft habe. Für 42 Franken liegt so im mittleren Preissegment. Hier, mit Griff sogar noch zum Bestellen so drehbar ist es auch noch. Hier kann man dann lösen und dann drehen noch. Es ist auch höher verstellbar. Das kann man alles ausschieben, so jetzt ist es auszogen aus. Hier die Smartphone-Halterung kann man einstellen, so ist Gummier, kann man reinklemmen, dann entsprechend sogar Tablets gehen rein. Entsprechend kann man auch verstellen, einstellen, so. Es ist noch gut verarbeitet, es hat ein Alu-Gestänge hier. Das wäre die Verpackung hier. Mit den Funktionen, die es hat, auch Smartphones kann man rein tun, also die Halterung spielt zu. Die Tablets kann man einspannen mit der Halterung. Und für die Kameras hat das Gewinde drauf, wo man es draufschrauben kann. Entsprechend. Auch die Halterung, die tut man auch draufschrauben. Hier sieht man es noch. Hier sieht man auch weitere Funktionen, wie es ausziehbar ist, schwenkbar. 520 Gramm und noch die Tasche dazu noch. Halterung entsprechend. Die Masse, wie gross das Gerät dürfen sein für drei. Also, habt viel Spass in den nächsten Videos. Ich werde jetzt besser überherkommen, auch ein bisschen professioneller, weil ich es entsprechend einrichten kann und so mit dem Equipment. Bis zu meinem nächsten Let's Play Video. Danke fürs Zuschauen noch. Tschüss zusammen.